Willkommen zurück zu Let's Play Star Ocean First Departure. Wir befinden uns wahrscheinlich jetzt so langsam am Ende dieses Turmes. Wir wollen nochmal sehen, dass wir jetzt hier auch ordentlich durchkommen. Die Dance of Bullets wird leider wohl nicht durchkommen. Also leider für ihn. Weil er einfach stirbt. Und ja, sein Angriff macht tatsächlich 9.999 Schaden. Nicht schlecht. Nicht schlecht, sie es. So, das sieht hier ziemlich final aus. Aber wir kriegen tatsächlich doch noch den Speicherpunkt. Na wunderbar. Oha. Seht ihr das? Wir haben einen neuen Speicherstand. Von der Farbe her. Was bedeutet das? Ist der letzte Speicherpunkt des Spiels. So viel spoilert einen das Spiel dann, nehme ich. Da sind wir. Oh, I didn't expect the Alliance's dogs to make it this far. GA Revorce, you're going to stop hurting people starting right now. I am merely trying to fulfill the ardent wish of every man, woman, and child on Fargit. The Mu'a who were snatched away from Earth have spent millennia hoping, praying for a way to get back home. So, that warrants an invasion? If a home is all you want, there has to be a better way. The people of Earth have incessantly squandered the resources Mother Nature gave to them. Don't you think it's time they received a taste of their own medicine? Just like the Mu'a did when they were thrown off their homeland. I don't think that's for you to decide. So you want it all to be in some god's hands? If so, I will become that god. I've already laid hands on the creator role here. If being the creator of all things makes you a god, then all that remains is for me to take the throne for myself. We're not gonna stand here and allow that. I fight in order to protect my own life. If you won't even let me do that, then why was I created? I see no point in further discussion. Only the strong survive. The first law of nature, wouldn't you agree? Now, allow me to show you just how insignificant you are. Okay, na das wollen wir doch mal sehen. Keep focused, everyone! Endboss time! Allow me to grant Requiem to the human race. Und er fängt direkt mit einem Immortal Tempest an. Au. Okay, ist aber tatsächlich nur ein Reichweitenangriff. Also er trifft nicht einfach alle Gegner. Ich komme kaum hinterher bei dem Typen. Treffen vor allem auch nicht gescheit. Okay, jetzt haben wir, ne? Ein bisschen im Griff. Aber eben nur ein bisschen. So eine Immortal Tempest würde die ja jetzt schon wieder töten. Also. Oh, wir haben ihn schon. What? Okay, irgendwas schreit da, das war's noch nicht. Oder doch. Yes.
My body. What's going on? Watch out! Was zur Hölle? Okay. Zugegeben, wie diese Form aussah, daran konnte ich mich gar nicht mehr erinnern. Accept your fate and kneel down for your divine purging. Die Musik. This battle has been decided. There is no turning back the clock. You will sleep now. Sleep eternally. What the fuck? Ich würde mal sagen, ich habe das überlebt, also Eternally Sleeping ist gerade außer der Frage. Was zur Hölle? Komm schon, lass mich nicht angreifen. Ich will mich wieder heilen. Seraphic Storm! Bathe yourself in my light, you earth-ridden maggots! Damas. Na, sie zaubert aber schon, wahrscheinlich. Macht sie jetzt. Nee, macht sie nicht. Sehr gut. Gut, gut, gut. Alles richtig. Alles richtig gemacht. Alles richtig. Sehr schön. So, mach mal das, wenn ich dich sonst nicht gescheit erwische. Okay, würde ich ja mit dem Drachending an. Komm schon. Ich find's echt geil, dass da so ein bisschen diese. Ja, so ein bisschen diese Star Ocean Theme-Musik ist. Sacred Law. Nee, doch nicht, okay. Der mich halt einfach 10 Meter geballert hat. Millie, du solltest da vielleicht trotzdem ein bisschen aus dem Weg gehen. Natürlich. Ich durfte jetzt nicht ran und nicht angreifen, weil er irgendwie zu blöd in der Wand hing. Das ist ein ziemlich cooler Angriff, muss ich zugeben. Und er macht verdammt viel Schaden, davon abgesehen. Natürlich, gerade am Ende, weil ich keinen Angriff mehr durchbekommen habe, weil er alles abgewehrt hat. Dann nochmal gleich mit dem da. Wir haben ihn gerade noch rechtzeitig wiederbelebt. Ilia läuft schon rot an. Aber wir haben ihn. Excellent. War's das jetzt auch wirklich? Did we do it? Is he gone? Scheint so. All he wanted was to survive in the end, didn't he? All the power in the world can't help a person overcome a fragile spirit, I suppose. Maybe that's the secret. Maybe you need a weak body to be strong in spirit. Perhaps. When I look at the Rokians, I can't help but hold out some hope for the human race, too. They may not have the technology, but they have the heart. We could learn a lot from them. Thanks for everything, you guys. Oh, hell, I ought to be thanking you. Traveling with all of you is pretty exciting, I gotta admit. Meeting all of you has been one of the most valuable experiences I've ever had.
Take care, everyone. I promise I'll never forget any of you. We're friends forever, okay? Goodbye, everyone! Ja, jetzt ist es nun wirklich Zeit für den Abschied. Denn dies war in der Tat der letzte finale Kampf. Wir haben es geschafft. Diesmal kriegen unsere Freunde auch wenigstens auf Wiedersehen und wir verschwinden nicht einfach. Wäre auch schwer, weil sie sind gerade in unserer Zeit. Also, wenn wir jetzt verschwinden würden, wäre es doof. Na, sieh es? No, I can't end it like this. I can't go back yet. Not until I finish up a little bit of business. What? What do you mean, Sius? Roddick, I can still remember all the battles we had together. Yeah, we fought everywhere, didn't we? I've got faith in you. I'd let you cover my back anytime. That's why I gotta know exactly how good you are with a sword. Come on, let's go. Right now. All right. You better give me all you got, Sius. Oh, cool. Darf jetzt wirklich gegen Sius kämpfen? Straight I will. I ain't expecting to win by going easy on you. Okay, ich darf anscheinend wirklich nochmal gegen Sius kämpfen. Das ist cool. Let's go! Der finale Kampf gegen Sius zum Abschied. So, was hast du vor? Ich will gerade ein bisschen ausscouten, was er vorhat. Komm ja aber leider nicht dazu. Ballern wir dir halt voll ins Gesicht. Geben ihm einfach gar keine Chance. Naja, zwei Angriffe durchbekommen. Und der hat ganz schön wehgetan. Einfach mal 3000 Schaden. Aber ist mir jetzt scheißegal, ich heile mich einfach wieder. Oh, Sius, du hast gerade voll auf den Sack bekommen. You definitely got what it takes. Now I know how much more work I've got left to do. Interessant ist, was ist, wenn er einen besiegt? Sagt, dann kommt wahrscheinlich eine andere Szene. What are you talking about? Didn't you notice how I adopted some of your moves, Sius? That must be why you're so good. You take other people's skills and make them your own. You make it look so easy. I haven't felt this refreshed after a loss in a long time. Have a good one, Roddick. Goodbye, Sius. Das ist ein schöne Art, das zu beenden. I feel like the wind's been taken out of my sails. Cheer up a little. Let's go back to Roke then. You just watch. I'm gonna become such a famous swordsman, they'll still be talking about me 300 years from now. Stronger than my dad, stronger than the Crimson Shield, and definitely stronger than you. Got that, Roddick? Leider erfährt man nie, ob er es geschafft hat, tatsächlich. I suppose that fate just doesn't have it in the cards for us to be reunited. Farewell, my brother. I'd just be bothering you if I pursued you any longer. Es ist echt schade, dass ich ihm das nicht einfach sagen kann. Ricci ganz alleine. Doing well, everybody? How about you, Millie? Na, ich glaube, sie trifft das mit am meisten. Roddick, wish you were here. Ja, Katzen sind tatsächlich am Ende doch sehr anhänglich. Der Katzen hat, der weiß, wovon ich rede. I suppose this is gonna be goodbye for good then.
Yeah, but I may come back here and pay you a visit. Let's just hope it's a friendly visit the next time. But I do hope you two will come and visit us again soon. Just give us a little warning next time. We will. I still think Roke would be better off as an undeveloped civilization. I think that's best for your planet. Agreed. Getting developed means having air pollution, contaminated water, chemicals in your food, and losing your forests to industry. There's nothing positive about it. Oh, I think there is. Well, for one, we wouldn't have had the chance to meet you guys. And we wouldn't have gone on this amazing adventure. Don't worry about us. We are going to make Roke even better than before. Yeah, well, we can't wait to come and see what you've accomplished. Well, goodbye! I'm glad I had the opportunity to work with all of you. Yes, we're glad too, but the real adventure for us is only just beginning! Und das war Star Ocean First Departure. Die Story, oder besser gesagt das Remake des Spieles, was die ganze Star Ocean Reihe gestartet hat, welches jetzt schon auf 5 Spielen immerhin ist. Von vielen nicht gekannt, von vielen, die es kennen, geliebt, auch wenn es natürlich viele Sachen hat, die auch kritikwürdig sind, zum Beispiel, dass das Kampfsystem relativ einfach ist, vor allem bei den ersten paar. Bei den ersten 2 Teilen, wo man halt wirklich größtenteils X drücken kann, was auch hier der Fall war. Trotzdem, schöne Story, ich mag die Charaktere, ich liebe das mit den Einzelaktionen, was später leider ziemlich weggefallen ist, größtenteils. Dann ein Sci-Fi-RPG-Abenteuer mit Weltraum, verschiedenen Planeten, Zeitreisen. Einfach irgendwas, was ich mochte. Ich mochte schon als Kind immer Sachen wie Stargate und sowas, also war es klar, dass ich so ein Setting auch ziemlich mag. Schöne Musik, wie man auch immer wieder sagen kann, Star Ocean hat einfach einen geilen Soundtrack. Und ja, wie gesagt, ich habe das Original noch nicht gespielt, weil es auf Japanisch ist. Ich könnte wahrscheinlich mal einen Patch spielen oder so, mal schauen, wie es ist, aber weiß noch nicht, ob ich das mal demnächst irgendwann mache. Trotzdem, auch diese Story, auch wenn es zugegebenermaßen am Ende ein bisschen, ja okay, wir gehen von allen weg und gehen dann wieder hin und war ein bisschen aus dem Nichts gezogen, so ein bisschen. Aber trotzdem eine ziemlich coole Geschichte, wie ich finde. Ich mag sie, aber ich glaube, es ist nicht verwunderlich, wenn ich halt sage, ja okay, ich mag halt die Story von Star Ocean 2 noch mehr. Trotzdem, sehr, sehr schön. Vor allem am Anfang nicht unbedingt so einfach. Vor allem kann man an einige Orte gehen, wo man einfach voll auf den Sack bekommt, gleich zu Beginn. Diese Mine, wo wir 10-mal reingerannt sind und immer wieder auf den Sack bekommen haben. Aber ja, wieder tolle Charaktere. Roddick, Millie, Ronix und Ilia. Ich glaube, es ist kein Geheimnis zu sagen, dass Ronix und Ilia wahrscheinlich die Eltern, nicht wahrscheinlich, Ronix ist definitiv der Vater von Cloud aus Star Ocean 2. Und Ilia höchstwahrscheinlich die Mutter. Viele Ansätze, erstens mal, weil Roddick ja Ilia in den Einzelaktionen, die wir extra gemacht haben, ja ganz eindeutig das Zeichen gegeben hat, ey, du bist sehr wichtig für mich und ich möchte gerne mit dir zusammen sein. Und zweitens, die ganzen Sachen. Was sagt denn Ilia? I think that's 8 out of 10. Cloud macht genau dieselben Sprüche in Star Ocean 2. Das ist ziemlich cool, dass er halt wirklich die Sprüche seiner Mutter übernimmt. Ja, wie gesagt, wir haben natürlich noch nicht alle Charaktere kennengelernt. Wir haben Tanique zum Beispiel gesehen, konnten ihn aber nicht spielen, weil wir schon genug Leute hatten. Wir hatten Philia. Dann hatten wir noch jemanden, den wir noch kriegen würden, namens Ashley.
den wir aber niemals sehen konnten, da wir Sirius mitgenommen haben. Und nur wenn wir ihn dabei haben, kann Rodex seine stärksten Attacken lernen tatsächlich. Dann hatten wir noch Aeris. Denn wenn Mavel und Ashley und Joshua, glaube ich, in einem Team sind, dann können wir tatsächlich Mavel in Anführungsstrichen opfern. Beziehungsweise Mavel geht halt zurück in ihren richtigen Körper von Aeris. Und dann bleibt sie halt nicht mehr Mavel, so wie sie jetzt ist, mit ihren Orbs. Sondern sie wird zu Aeris, wieder der wahrscheinlich stärksten Zauberin im Spiel. Zumindest kann sie sehr gut heilen. Ich weiß nicht, ob sie die stärkste Heilerin im Team ist oder wirklich die stärkste Zauberin offensiv. Oder ob Bronix vielleicht sogar der stärkste Offensivzauberer ist, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Aber sie ist auf jeden Fall ziemlich gut, kann auch die ganzen Heilungszauber und hat aber auch ziemlich starke Angriffe. Ich glaube aber schon, dass sie sogar der stärkste Magier insgesamt ist. Also ja, die ganzen Charaktere könnten wir alle noch sammeln und mit denen dann Einzelaktionen machen. Also auch da ist wieder die Sache, ja okay, es wäre eigentlich auch cool mal zu erfahren, was da ist. Zumal Vivelle ja am Ende gesagt hat, ist eigentlich schade, dass wir nie wieder verbunden sein können und uns nie wieder treffen können. Auf diese Art und Weise können wir tatsächlich den beiden ein Happy End geben. Oder was mich halt auch noch interessiert ist, was passiert, wenn wir zu dem Typen im Wald in dieser Hütte gehen, der Joshua ja damals gerettet hat, nachdem wir Aeris gesehen haben, also nachdem wir in der Höhle waren und Aeris gesehen haben und entweder sie zersprungen ist und wir auch Mavel verloren haben, oder wir einfach gesagt haben, nein, machen wir nicht. Ob Joshua ihm dann sagt, wir haben meine Schwester gefunden, aber allerdings ist sie da irgendwo eingeschlossen und wir kommen nie wieder an sie ran. Oder, ja, okay, Mavel war meine Schwester und sie ist gestorben, weil sie halt... Warum auch immer sie da stirbt, mit Ashley nicht, aber gut. Das ist halt ein bisschen so die Frage. Aber wie würde Joshua da reagieren? Wie würde er es ihm sagen? Und dann wiederum, was ist, wenn wir dann Aeris mitnehmen und die Szene vorher schon hatten bei dem und dann mit Aeris zurückkommen? Oder ihn wieder ignorieren, Aeris holen und dann zum ersten Mal dorthin gehen? Wie sich dann die Szenen ändern, ob sie an das alles gedacht haben, das ist wirklich was mich total interessiert, als ich das gemacht hatte. Das sind alles noch Sachen, die ich mal irgendwann ausprobieren muss dann wahrscheinlich. Aber dafür muss das Spiel neu starten, Ashley mitnehmen, die anderen Charaktere mal mitnehmen. Mal sehen, wie es so läuft. So, aber tatsächlich, wie auch schon in Star Ocean 2, hat sich der Speicherscreen geändert am letzten Speicherpunkt. Und auch das nicht ohne Grund. Denn auch hier in Star Ocean 1 gibt es einen Bonus-Dungeon. Und auch diesen werden wir machen und auch diesen schaltet man frei, indem man auf dem letzten Speicherpunkt speichert. Die Frage ist jetzt, wie ich da hinkomme. Ich weiß es nämlich ehrlich gesagt nicht mehr. Allerdings, das Story-Finale haben wir damit. Und wir können nochmal sehen, was mit den beiden los ist. Well done, Captain. Thanks. Mission accomplished. Set a course to Earth. Yes, Captain. Elia? What is it, Captain? Sorry for all the trouble. Oh, not at all, Captain. You may not have noticed, but I'm used to covering your back by this point. You don't have to start worrying about me now. Oh, I see. What's wrong, Captain? You're acting a little strange. I've been bound by my past for so long, I never tried to do anything because I was afraid of the regret that would follow. When they decided to seal off Roke from the rest of the universe, I thought there was nothing I could do about it. But then I realized if I sat idly by, I'd regret it for the rest of my life. And that decision wound up saving an entire civilization. You should be proud of yourself, Captain. Well, I couldn't have done it all by myself.
What do you mean, Captain? It was Roddick and the others who saved Roke, the never-say-die spirit they had, right down to the last man. I think Roddick and his friends taught me how important that spirit really is. I agree. You can't do anything if you're too afraid of the ramifications. I think I'm going to try improving on that in the future. Good idea. And there's something I'm going to need for that. Captain? Sorry I made you wait so long. Huh? I need you, Elia. Now, and for the rest of my life. Captain? Will you join me? Yes. I'll be with you. Always. Thank you, Elia. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob die Szene auch kommt, wenn man die Einzelaktion nicht gemacht hat. Aber ich würde sagen, das erklärt so ziemlich, woher Cloud kommt. Und ja, das war Star Ocean First Departure. Ein sehr, sehr schönes Spiel. Es gefällt mir. Was aber ziemlich klar ist, weil es ist einfach auf derselben Engine wie Star Ocean 2 dann aufgebaut, das Remake. Man hat auch schon gesehen, hier sind auch schon einige Angriffe da, die es schon in Star Ocean 2 gab. Oder besser gesagt andersrum. Ich weiß halt nicht genau, wie die Angriffe dann übernommen wurden aus dem Originalspiel letzten Endes, ob es da dieselben Angriffe gab. Keine Ahnung. Trotzdem, eine sehr, sehr schöne Story. Wieder tolle Charaktere mit Roddick, Millie, Dorn etc. Schade eigentlich, dass man Dorn nur so kurz hat. Es wäre ganz interessant mal zu wissen, ob der auch mal irgendwelche Fertigkeiten lernen könnte. Tut er nicht. Das kann man im Gamecode nachschauen und man kann ihn auch auf Level 255 trainieren. Und er wird halt nie Angriffe lernen. Aber gut. Ich werde mal hier kurz ein bisschen schneller machen, um zu sehen, ob es denn hier auch irgendwann weggeht. Aber es kann durchaus sein, dass wir jetzt hier sogar die Konsole resetten müssen, was eigentlich total merkwürdig ist. Dass man hier nicht mal weiter drücken kann. Hallo? Scheint aber so zu sein. Na gut. Dann würde ich sagen, war das Ende dieses Partes und das Ende der Geschichte von Star Ocean First Departure. Das heißt, ich werde jetzt mal schauen, wo die Bonus-Dungeons sind. Oder der Bonus-Dungeon, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Und ja. Wir sehen uns dann dort. Wenn wir das dann dort machen. Also, bis dann.